So, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part von Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, was ja vor kurzem neu für die Nintendo Switch rausgekommen ist. Und ja, Super Mario 3D World, das Hauptgame, das wollen wir ja so ein bisschen speedrunnen und deshalb schnacken wir nicht lange rum und machen direkt weiter, ne? So, ich kann euch auch mal erzählen, so, warum ich mir das überhaupt ausgedacht habe mit diesem, ja, Speedrun-Versuch in Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Und zwar wusste man ja eine lange Zeit noch nicht, ob man tatsächlich jetzt Bowser's Fury, also den neuen Modus dieses Spiels, ob man den schon von Anfang an freigeschaltet hat oder nicht. Und ja, deshalb dachte ich mir halt, okay, ja, wenn man den nicht von Anfang an freigeschaltet hat, dann schalte ich ihn halt richtig schnell frei, indem ich halt einfach das Game richtig schnell durchzocke. Das war eigentlich so meine Ursprungsüberlegung dahinter. Und deshalb habe ich überhaupt erst angefangen, mir die Super Mario 3D World Speedruns ein bisschen anzueignen. Jetzt hat sich ja, keine Ahnung, vor wie langer Zeit, aber es hat sich auf jeden Fall herausgestellt, dass der Bowser's Fury Modus tatsächlich ja von Anfang an spielbar ist, was eigentlich auch eine feine Sache ist, so. Vor allem für die Leute, die jetzt das Wii U Spiel schon besitzen und sich das trotzdem gekauft haben, weil ja, als Wii U Besitzer beziehungsweise als jemand, der dieses Spiel schon auf der Wii U hatte, lohnt es sich ja eigentlich relativ wenig, das hier nochmal anzufassen. Und deshalb kann man ja direkt in den Bowser's Fury Modus einsteigen. Und ja, hätte ich natürlich auch machen können in diesem Projekt. Mache ich jetzt aber nicht so einfach, weil ich das so machen möchte, wie ich es geplant habe. Ne? Ich dachte mir so, ja, okay, Bowser's Fury Modus muss man vielleicht freischalten. Und deshalb, ja, sind wir hier voll schnell. So, da haben wir jetzt auch unser erstes Geisterhaus. Das kann auf jeden Fall auch sehr spannend werden. Sage ich mal, kann ich das hier anhalten? Jawohl. Und dann kann ich doch hier schon den Stern früher holen. Ah, ich liebe. Also ich muss sagen, wenn die Bewegungssteuerung so verwendet wird, dann finde ich sie geil. Ich sag's euch, wie es ist, ne? So finde ich die Bewegungssteuerung tatsächlich geil. Ich weiß nicht, hier kann man irgendwie auch noch. Ja, okay. Da muss ich das Bücherregal wohl hochklettern. Ich weiß, dass man da auch irgendwie an dem Regal so lang klettern kann, dass das, also dass direkt das untere schon weggeht, aber ich krieg das echt nicht hin, ne? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe ja gesagt, ich muss mir noch viel aneignen. Aber gut, dann machen wir das halt mit der normalen Variante. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, ich muss sagen, so die Geisterhäuser aus Super Mario 3D World, die sind schon echt atmosphärisch, ne? Und auch die Musik kann ich hier nur feiern, auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall dazu sagen. So, warte, hier ist doch schon direkt der letzte Stern, ne? Oh, guck mal, wir gehen jetzt in die Röhre, Leute. Ha, da ist gar keine Röhre, sondern da ist der grüne Stern einfach schon direkt. Ja, ein Bonusraum wäre schwieriger gewesen, ne? Aber ja, sie wollen halt hier ein bisschen so den Spieler hops nehmen. Und auch hier mit dem Ziel wird man hier als Spieler hops genommen. Ich finde das schön. Ich sag's euch, wie es ist. Ich finde es schön, wenn man als Spieler ein bisschen hops genommen wird. Also, wenn man ja jetzt solche kleinen Trolls einbaut, wo man erst denkt, boah, scheiße, ich habe ja voll verkackt und dann hat man gar nicht verkackt, ne? Finde ich eigentlich ganz witzig, wenn ich ehrlich bin. Und ja, so ist es auf jeden Fall, ne? Der Luigi, der hatte jetzt aber auch schon wieder seinen Auftritt und muss schon wieder das Rampenlicht an.
Ich bin jetzt auch falsch hier reingegangen. Ich bin jetzt falsch hier reingegangen, Leute. Okay. Komm, wir machen es in der richtigen Reihenfolge. Ich habe hier noch nebenher mein Live-Split offen. Einfach, dass ich weiß, welches Level ich wann zocken muss. Und hier habe ich jetzt dezent verkackt. Weil hier soll man das Captain Toad Level zuerst machen. Ja, der gute Captain Toad. Hier feierte er tatsächlich nicht sein Debüt, aber sein, wie kann man das nennen? Sein spielen können Debüt. Also, ja, nee, das klingt scheiße. Aber hier in Super Mario 3D World konnte man ja Captain Toad zum allerersten Mal selber spielen. So, Captain Toads eigentliches Debüt war ja in Super Mario Galaxy. Da ist er ja zum allerersten Mal aufgetaucht. Und hier in Super Mario 3D World, hier konnte man ihn zum allerersten Mal wirklich selber spielen. Ja, und dann hat man eben diese coolen kleinen Level hier gehabt. Und das haben die Fans so gefeiert, dass ein eigenes Spiel dazu rausgekommen ist. Und zwar Captain Toad Treasure Tracker. Und ich kann mich absolut dieser Meinung anschließen, die Leute haben. Also ich finde die Captain Toad Level halt auch absolut geil. Und Captain Toad Treasure Tracker zocke ich ja gerade auch wieder in der No Coins Challenge auf meinem Kanal. Deshalb, wenn ihr da Bock drauf habt, dann gönnt euch das natürlich. Und ich hoffe bis heute noch auf einen Captain Toad Treasure Tracker 2. Wobei ich nicht weiß, ob sowas passieren wird, ne? Es ist halt vielleicht auch unwahrscheinlich, ne? Weil so Captain Toad Treasure Tracker war jetzt nicht der heißeste Titel, sage ich mal. Also ich feiere ihn absolut, aber so für die Masse kam das, glaube ich, nicht so an, sage ich mal, ne? Deshalb, ich weiß nicht, ob sich das von den Verkaufszahlen tatsächlich lohnen würde, ne? Für Nintendo einen Captain Toad Treasure Tracker zu machen. Und in letzter Zeit merkt man ja durchaus, dass sie halt eher gucken, was Geld macht, als das, was Qualität ist. Ah ja. Nee, nee, das ist eine andere Diskussion. Darüber möchte ich jetzt hier nicht reden, sondern ich möchte hier einfach dieses wunderschöne Spiel genießen. Da dieses Level, das war übrigens auch sehr passend zu meinem Spielstil. Denn das war an sich schon ein Speedrun-Level, ne? Von Nintendo. Nintendo hat da auch gesagt, ey, durch das Level, da musst du schnell durch, ne? Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich mache jeden Speedrun, ich gehe durch jedes Level schnell durch. Und, ah Leute, hier haben wir die heiß diskutierte Spezies aus dem Hause Nintendo. Ja, das Level heißt zwar aus dem Weg Kamex, ist aber falsch, denn wir wissen ja alle, dass der offizielle Fachbegriff für diese Spezies Magikoopa ist. Ne? Das sind die Magikoopas und nicht Kamex. Wissen wir alle? Also da wollte Nintendo uns auch hops nehmen. Ne? Die haben da einfach den falschen Speziesnamen in den Leveltitel geschrieben. Weiß ich auch nicht warum, ne? Vielleicht waren die da auch ein bisschen lost. Aber wir wissen ja alle, dass es Magikoopa ist und nicht Kamek. So, das braucht man gar nicht weiter ausdiskutieren. Es ist einfach so, ist Fakt, ne? Wissen wir ja alle. So, hier jetzt das erste Wasserlevel. Ah, finde ich nicht so gut. Aber ist okay. Das können wir auch aushalten. Auf jeden Fall. Was ich hier aber cool finde in dem Wasserlevel, also ja, Wasserlevel an sich sind nicht so nice. Aber ich finde hier tatsächlich cool, dass ja die Musik sich auch daran anpasst, ob man sich eben über Wasser oder unter Wasser befindet. So, wenn man sich jetzt über Wasser befindet, klingt die Musik halt ganz normal, ne? Und wenn man sich unter Wasser befindet, wird die Musik eben ein bisschen dumpfer, würde ich es mal nennen. Ja, kann man vielleicht auch so nennen. Ich weiß es nicht.
Und das lässt einen aber auch noch mal ein bisschen mehr verspüren, dass man sich gerade unter Wasser befindet. Aber ja, hier unter Wasser, beziehungsweise in diesen Unterwasserleveln, hat man. Nein, ich wollte den Stempel nicht haben. Ah, Leute, der Struggle is real. Denn die Stempel, die sind nur Zeitverschwendung. Die sind nur Zeitverschwendung, die sind nicht gut, ja. Für das, was ich hier machen möchte. Zack. Nee, aber was ich sagen wollte, also die Wasserlevel, das sind tatsächlich auch die Level, wo man nicht irgendwie, nicht wirklich Movement-Optionen hat, ne? Wo man da irgendwie sein Gameplay großartig verschnellern könnte. Sondern man muss halt gucken, dass man gut durch das Level durchkommt und fertig. Aber man kann hier halt echt wenig machen und das finde ich halt echt schade, ne? Dass man unter Wasser halt immer nur so casual spielen kann. Weil ich bin halt ein Spieler. Ich spiele auch gern schnell, ne? Ich spiele auch gern schneller. Und deshalb, ja, Unterwasserlevel. Ah, ist schon stressig. So an sich. So, hier. Jetzt wieder unten ranspringen. Und warum klettert sie hoch? Ich weiß es nicht. Ich muss das in der Switch-Version erst noch rauskriegen. Weil ich check beim besten Willen nicht, warum die hier so oft hochklettern. In der Wii U-Version war das nicht so. Kann mir aber nur so vorkommen. Ja, hier sehen wir jetzt auch zum ersten Mal das Stempelbuch. Ah ja, früher wurden ja die Stempel für das Miiverse benutzt. Das gab es ja damals zu Wii U-Zeiten noch. Ist jetzt aber auch tot. Oh Gott, Level. Oh Gott, Leute, das Level, das wird schlimm. Das ist eins meiner absoluten Hasslevel. Muss ich ehrlicherweise dazu sagen, weil hier kann man halt mega schnell verkacken. Ich sag's euch, wie es ist. Hier kann man mega schnell verkacken. Da hat es sich ziemlich schnell ausgespielt. Ja. Ja, da habe ich schon direkt einen Schalter-Fail. Das ist ja toll, ne, Leute? Das ist ja toll. Oh je. Das Level, das kann ja was werden. Also ich sag euch ganz offen und ehrlich, das war eins der Level, wo ich beim Speedrun Training auf jeden Fall so mit am häufigsten gestorben bin. War jetzt wahrscheinlich nicht das Level, wo ich wirklich am häufigsten gestorben bin, aber eins der Level mit den meisten Toten war es halt schon. Ja, das ist halt hohes Risiko, ne, in dem Level zu rasieren. Und ich glaube aber, hier im Let's Play werde ich jetzt tatsächlich mal wenigstens ein bisschen vorsichtiger sein und nicht ganz so viel riskieren, sage ich mal, weil ja, ich möchte jetzt nicht unbedingt oft sterben. Vor allem habe ich halt zwei Katzen gerade. Und die möchte ich auch nicht verlieren. So, hier zwei Katzen zu haben, so, das ist halt absolut gut. Weil die Katzen, die erleichtern einem so viel im Speedrun. Die erleichtern einem wirklich absolut viel. So, zack. Hier müssen wir jetzt eh noch mal ein bisschen langsamer tun. Ja. Dankeschön. Und ich hab schon verkackt, Leute. Ich kann neu starten. So, jawohl, dann gönn mir doch mal den Grünstern hier. Das ist doch eine nice Sache. Und ich versuche auch mal hier, boah, direkt vorm Ziel zu landen. Das hat besser geklappt als erwartet. Boah, holy shit, ich glaube, das ist auch schon ganz schön knapp, ey. Huiuiui. Aber ich habe es irgendwie geschafft. Das ist eine geile Sache, weil jetzt können wir dann auch endlich in das Schloss der dritten Welt gehen. Ich weiß auch tatsächlich noch nicht so, welches Level welches ist, ne? Also ich könnte euch jetzt auch nicht sagen, was da für ein Schloss kommt, weil also so gut zuordnen kann ich die Level auch noch nicht, dass ich das komplett auswendig weiß. Aber hier steht auf jeden Fall wieder, dass ich das mit Peach zocken soll, ne? Wie gesagt, ich habe ja hier meine Liste so an sich. Oh, ich liebe es aber, dass man das hier jetzt endlich überspringen kann mit den Cutscenes.
die hier am Anfang kommen. Boah, kann ich da das Scrolling? Ich weiß nicht, warum ist denn das gerade so hinter mir hergescrollt? Kann man das Scrolling irgendwie beeinflussen inzwischen? Das kam mir gerade irgendwie so rüber, wenn ich ehrlich sein soll. Aber ich weiß nicht, ich täusche mich wahrscheinlich, ne? Ich täusche mich wahrscheinlich eh wieder. Aber man muss schon sagen, ich stehe hier ganz schön unter Beschuss. Und das finde ich jetzt nicht so gut, ja. Aber ja, dieses Schloss, beziehungsweise ja, dieses Schloss-Level, Final-Level von der Welt ist tatsächlich sehr angenehm, ne? Das kann man auf jeden Fall dazu sagen. So, du fliegst mal zu deinem Kumpel da nach hinten, würde ich auf jeden Fall sagen. Und dann gönne ich mir doch nochmal den Stern vom guten alten Captain Toad. Man kennt ihn natürlich. Der Captain Toad, der mag mich, ja. Ich weiß nicht. Vielleicht hat er keine Affäre mit Toadette mehr, sondern simpt jetzt tatsächlich stattdessen für Peach. Ich bin mir nicht sicher, ja. Aber so sah es gerade ein bisschen aus. Weil bisher so die Captain Toad Sterne, die waren bisher immer in den Leveln, wo ich mit Peach gespielt habe. Gut, also man muss auch sagen, ich habe bisher in den meisten Leveln mit Peach gespielt. Aber das lassen wir jetzt mal aus und vor, würde ich sagen. Und stattdessen besiegen wir Pompom. Ja, Frau gegen Frau quasi. Aber Peach ist die bessere, ja. Peach ist auf jeden Fall besser. So, und dann haben wir hier auf jeden Fall auch schon... Ja, theoretisch hätten wir die dritte Fee gerettet. Aber die Fee aus der ersten Welt, die habe ich ja gar nicht gerettet. Aber ich bin auch ein Arsch, ne? So, die erste Fee, da denke ich mir so, nee, dich befreie ich jetzt nicht. Aber stattdessen befreie ich die anderen Feen. Und ich kann euch was spoilern, Leute. Die Fee der vierten Welt, die werde ich auch nicht holen. Das kann ich euch auch dazu sagen. Die Fee der vierten Welt, die, nee. Also die lasse ich auch in Ruhe, ja. Die werde ich auch nicht befreien. Das ist, eigentlich ist es böse, aber, tja, es ist halt einfach schneller im Speedrun, ja. Oh, das kann ich ja auch überspringen. Ja, ist ja nice. Aber Leute, heute werden wir tatsächlich noch Welt 4 zocken, ne? Man mag es kaum glauben, ja, dass wir heute noch Welt 4 zocken werden. Aber wer sich eventuell an das Level 1-2 erinnert, kann sich vielleicht aus dem Zusammenhang ausschließen, wie wir denn die komplette vierte Welt oder wie wir halt Welt 4 heute noch abschließen können, ne? Ich weiß nicht, gibt's hier eine Katzenglocke? Oh ja, die nehme ich dann mit. Die nehme ich dann mit. Hallo? Ist ja logisch. So, hier gibt es jetzt tatsächlich mal zum ersten Mal so einen Zwischenboss zwischen den Welten. So. Und zwar kämpfen wir hier gegen diese Schlange. Und das ist tatsächlich mit Luigi so mit am besten. Weil mit Luigi kann man hier einfach derbe hochspringen. Oh lol, warum dreht er sich jetzt so rum? Ah, okay, es geht noch. Aber ich wundere mich tatsächlich, warum er sich so komisch gedreht hat, ne? Das wundert mich tatsächlich. Aber ich glaube, hier kann man sich das mit dem neuen Dive auf jeden Fall, na hoppla, auch noch ein bisschen vereinfachen. Aber er dreht sich so komisch. Er hat sich in der Wii U-Version hat er sich nicht so komisch in verschiedene Richtungen gedreht. Ich glaube, das haben die eventuell ein bisschen aktualisiert, aber ich bin mir, auch da bin ich mir unsicher, ne? Dafür bin ich zu wenig im Game drin. Aber wer von euch Bescheid weiß, gerne Bescheid geben natürlich. Denn ich bin natürlich auch heiß auf eure Fakten, ne? Die ihr mir noch so erzählen könnt bezüglich der Switch und der Wii U-Version. Da werde ich dann natürlich auch noch hier in dem Projekt drauf eingehen, ist natürlich ganz klar, weil ich möchte euch natürlich auch die ganzen Infos erzählen, ja, die ich so mitbekomme, bezogen auf dieses Spiel. Ja, möchte ich euch natürlich gern weitergeben. Das ist natürlich ganz klar.
So, und jetzt zocken wir noch Welt 4, ja. Jetzt wird hier der Korken gezogen. Und dann können wir hier chillig in die vierte Welt. Jawohl. Kann ich das eigentlich überspringen? Okay, die Cutscene, die kann man tatsächlich auch nicht überspringen. So wie die Feen-Cutscene. So, wenn man jetzt in einem Schloss ist und eine Fee rettet. Das kann man auch nicht überspringen. Aber ja, ist nicht schlimm, ne? Ist nicht schlimm. So, Hauptsache, man kann die großen Cutscenes überspringen. Das ist mir eigentlich schon ganz wichtig. Und das kann man ja jetzt auch endlich hier in der Switch-Version. Hier dürfte ich doch auch so hochklettern können. Jawohl, kann ich ja auch. Keine Ahnung, warum ich das gerade nicht hingekriegt habe. Ich glaube, das war gerade mal wieder meine eigene Lostigkeit, wenn ich ehrlich sein soll. Aber ja, jetzt sind wir hier im Canyon. Also ich finde, der Canyon, das ist auch so eine wunderschöne Thematik in diesem Spiel mit dem Canyon. Also diese Thematik, die liebe ich absolut. Das kann ich euch auf jeden Fall auch dazu sagen. Das ist eine meiner Lieblingsthematiken aus dem gesamten Spiel. Und das nicht ganz unbegründet, glaube ich, ne? Weil die Musik ist geil. Und optisch ist es halt auch mega geil. So, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, hier konnte man auch ein bisschen abkürzen, wenn man Profi ist. Aber ja, okay. Ich glaube, die Passage, die machen wir tatsächlich mal auf normalem Wege. Wow, das war jetzt ziemlich dumm mit dem Gegentreffer. Aber ich habe zum Glück noch eine Katzenglocke übrig. Wäre das nicht der Fall, würde ich mich auch ziemlich ärgern, weil wir brauchen eine Katzenglocke für das Level 4-2. Und die brauchen wir zu 100%, ja, um den Speedrun vernünftig ausführen zu können. Man kann zwar noch eine Katzenglocke in Welt 4-2 bekommen, aber es ist ein bisschen schwieriger. Ich möchte es euch aber trotzdem mal versuchen zu zeigen, wenn ich es hinbekomme, die Katzenglocke in Welt 4-2 zu ergattern. Wir schauen mal, ne? Wir schauen mal, ob ich das hinbekomme. Werden wir auf jeden Fall mal sehen. So, Welt 4-2, let's go. Auch das machen wir wieder mit der guten alten Peach. Sie ist wirklich sehr präsent in diesem Projekt. Das kann ich euch auf jeden Fall dazu sagen. Sie ist wirklich, ja, sie hat eine präsente Rolle hier. Ja. Sie ist auf jeden Fall zusammen mit mir in der Hauptrolle. Das kann man auf jeden Fall dazu sagen. So, die Katzenglocke hier, die nehme ich mir jetzt trotzdem mal, würde ich einfach mal sagen. Weil, warum nicht? Kann man ja trotzdem mal machen. Oh lol. Ja, okay, wir starten das Level neu. Joa, meine alte Katzenglocke. Die möchte ich natürlich trotzdem gerne behalten, weil es ist in diesem Spiel auf jeden Fall immer sinnvoll, zwei Katzenglocken dabei zu haben, wenn man das so spielen möchte wie ich, weil man braucht halt schon in vielen Leveln die Katzenglocke, beziehungsweise in vielen Leveln ist es halt auch einfach nur sinnvoll, das mit der Katzenglocke zu machen. Ohne Katzenglocke, ah scheiße, jetzt habe ich wieder den Stempel bekommen, ist eher schwierig. Sondern jetzt möchte ich euch trotzdem mal zeigen, wie man hier eine zweite Katzenglocke bekommen kann. Und zwar, ja, denkt man jetzt hier, das ist random. Aber das, okay, ja, der Pause-Screen ist ein bisschen anders in der Switch-Version. In der Wii U-Version konnte man das besser sehen, tatsächlich. Wenn man das im richtigen Moment stoppt, wenn man das im richtigen Moment pausiert, dann hat man tatsächlich die Möglichkeit, so sich auch noch eine Katzenglocke zu ergattern. Aber das muss ich noch auf der Nintendo Switch bisschen rauskriegen, möchte ich mal sagen. So. Und ja, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, gibt es da eine wunderschöne Röhre, zu der ich hochkraxeln möchte. Und zwar befindet sich hier auch wieder ein Secret Exit. Und zwar in die fünfte Welt. Und so, Leute, konnten wir in den ersten zwei Parts die ersten vier Welten abschließen. Das ist eine geile Sache.
Jetzt wird es natürlich ein bisschen langsamer vorangehen. Wahrscheinlich wird es jetzt nur noch so eine Welt im Part geben. Ich weiß nicht genau. Vielleicht auch mal weniger. Je nachdem, wie ich vorankomme, natürlich auch. Ne? Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich nicht so der Mega-Profi bin. Aber Leute, ich würde ja auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch Abo, Like und Kommi da. Und dann ist alles wunderbar. Und ansonsten danke ich mal wieder fürs Zuschauen. Und tschüss.